Recht herzlich willkommen zur 184. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal hatten wir ja die Probleme, dass das mit TWR hier nicht so richtig funktionierte. Der Felix, der hatte mir die Info gegeben, hier mach das mal da oben rein und Stufe 3 und schon geht das Ganze auch. Ist klar, macht auch nur Sinn. Ich habe dann aber hier noch gesehen jetzt gerade, dass wir den definitiv hier unten noch reinschieben. Und dann haben wir dann schon alles passend. Jetzt müssen wir nur gucken, wir können noch ein bisschen den Schub anpassen. 151 war top, oder wie war das? So, ist gut. So, jetzt haben wir das. Und dann können wir das Gerät speichern. Achso, hier müssen wir nochmal reingucken. Nach dem Abspeichern sind immer alle Piloten wieder drin. Die müssen wir nochmal loswerden. Weil sonst können wir keinen mitnehmen, ne? Und dann können wir eigentlich mit der Kiste aufs Launchpad und hoffen, dass wir das richtig hinkriegen hier mit dem Fliegen jetzt. So, einmal ein bisschen so drehen. Das haben wir jetzt. So, das sollte alles funktionieren. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da hochkommen. SAS an, vollen Schub geben. Und dann kann die Reise schon losgehen, oder? 3, 2, 1, go! So, und dann geht's auch schon los. Bisschen hier rüberziehen schon das ganze Werk. Einmal in die Map rein, richtig ziehen. So, dann sehen wir das auch. Alles gut. Und schräg stellen, ne? Immer weiter. 45 Grad gleich rein. So. Das ist schon ganz gut. Wie sieht es hier aus? 5000. 45 Grad ist immer ein bisschen mehr, oder? So, jetzt aber. 10.000, ja, in Höhe gewinnen wir gut. Luftwiderstand da. 15.000. Oh, jetzt geht er ab hier, ne? Ich glaube, wir gehen noch weiter in die Horizontale schon. Oh, das wird immer schneller, dass der da rausgeht. Ja. Nochmal. Ja. Die können wir absprengen, weil der schon leer ist. Oh, die haben sich gerade alle verabschiedet. Und jetzt können wir waagerecht. Und da geht noch einer weg. Was ist da kaputt gegangen? Weiß ich nicht. So, wie ist es? Oh, das passt jetzt gerade so. Voller Schub. Sah natürlich jetzt gerade wieder so ganz bisschen gewagt, glaube ich, aus, ne? Kann das sein? 87, wir steigen noch. Sind hier aber auf dem vollen, richtigen Weg eigentlich, ne? Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Orbit kriegen. Ein bisschen krumm und schief sind wir natürlich auch. Müssen wir nachher korrigieren, wenn es denn nötig ist. So. Passt schon erstmal. Wächst natürlich noch, weil wir ja noch steigend sind. Weiß nicht, ob es so besser ist. In dem Bereich sind, dann steigt es auch nicht mehr, oder? Ja, wächst immer noch. Aber wir kriegen auf jeden Fall, denke ich, im Orbit hin. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, Treibstoff ist gut, würde ich sagen, noch. Noch gut. Ja, das geht, da können wir mit leben. Jetzt ist nur wichtig, dass wir den Orbit kriegen, ne?
Macht aber schon einen ganz guten Eindruck. Wir hoffen, dass es dann auch insgesamt klappt, ne? Soweit, so gut. Das klappt. Ja, jetzt muss das nur noch um die Ecke gehen, ne? Wie soll man das nennen? Aber ich glaube, der wächst gerade stetig, oder? Ja, er wird auch auf jeden Fall gut mehr. Gerade jetzt, wo wir hier oben an dem Apoapsis sind, ne? Da wächst er mehr. Ja. Okay, das sollten wir auch schaffen. Der verschiebt sich jetzt allerdings gerade noch nach vorne, weil wir da nicht mehr richtig sind. Ja, wird schon, ne? Irgendwann kommt jetzt gleich die Periapsis. Und dann ist alles gut. So. Ja, da schießt er durch. Und da ist er. Größer werden lassen, bis es passt. Und 60, 70 soll reichen, oder? Erstmal. Gut, das ist das Manöver, was wir brauchen, um dann dahin zu kommen in dem Sinne. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo er ist. Da ist er. Doch, als Ziel auswählen ist schon richtig. Und dann müssen wir dahin fliegen. Ja, der ist ja gar nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ne? Vielleicht ist sogar unsere Bahn besser dafür geeignet. Ja, dann bedeutet das jetzt ein Manöver starten. Wir sind jetzt da. Manöver hinzufügen und erstmal whoop, raus. Zu viel. Whoop. Zurück. Da ist es. Und dann passend verschieben, oder wie war das? Ja, aber das ist erstmal alles verkehrt hier. Ein bisschen raus. Gut, das war zu viel. So. Wo finden wir den? Das ist die Frage. Das ist schon mal ganz gut. Haben wir irgendwo abgelenkt? Nein. Bisschen größer ziehen. Das war zu viel. Jetzt wieder rüber wandern. Keine Ahnung wo. Aha, hier ist irgendwas. Mundbegegnung, okay. Ja, ist dann die Frage, wo wir da finden. Wo würden wir da
dem begegnen. Was ist das? Keine Ahnung. Zielbegegnung, kürzeste Entfernung. Aber welche Zielbegegnung? Oh, da ist er. Ja, wo ist er da jetzt dann, ne? So, jetzt müssen wir gucken. Ziel an sich zentrieren. Und gucken, wo wir da vorbeikommen. Oh, bisschen falsch da unten. Okay, jetzt. Das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Stopp, da ist er. Wir müssen jetzt aber irgendwie hinkriegen, dass wir da höher kommen erstmal. Okay. Kommen wir da nicht mit hin? Da auch nicht wirklich. Ja. Komischerweise tut sich da nichts. Das war zu viel. Stopp, da sind wir. Ja, das heißt, wir machen hier mit dem Manöver gerade nichts kaputt, weil wir müssen dann doch erst uns der, wie heißt das Ding, Inklination oder was? Also da müssen wir den uns darauf wieder konzentrieren, nicht konzentrieren, sondern zentrieren. So, also nützt nichts. Wir müssen hier jetzt erst klarkommen, dass wir hier das Manöver so machen, dass wir einen dieser Punkte jetzt mal auf 0 kriegen wieder her. Ja. 2-1. Mach den auch nochmal an. So, 06, 05. 06, 07. Da passt schon. In die andere Richtung verschieben. Mal noch hier korrigieren. Nee, falsch rum. Stopp. Passt. Ja, jetzt wäre das Manöver dort. Und wenn wir so ein Manöver auf der Seite haben, müsste dieses Manöver, ich glaube, auf dieser Seite genauso gut gehen, oder? Mach das mal weg. Mach das mal hier hin. So, 4-3. 2-1. Oh, das war jetzt falsch. Da ist 0-0, oder? Ne, knapp vorbei. Da ist 0-0. Gut, also dahin. Und dann das Manöver ausführen, ne? Ja. Falsch rum, so rum. Dahin. Gut ist. Ja, und dann müssen wir das vorspulen.
10 Minuten sind das. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Müssen wir gucken. Müssen wir noch was beachten? Nein, wir sind schon richtig. Brauchen gleich nur Schub geben, ne? Können wir mal schneller machen. So. Okay. War das jetzt das Z oder war es das nicht? Das ist die Frage. Nee, Z geht jetzt nicht. Muss ich von Hand voll Schub geben. Keine Ahnung, warum Z nicht mehr belegt ist. Schon komisch. Muss ich mal in den Einstellungen nachgucken. So. 140, 30, 120, 120, bisschen da drin halten und 50, 40, 30, 20, 10 und tschüss, reicht. Wo ist, da ist es. Da war es gerade eben. Wo ist denn jetzt der? Ich habe wohl schon weggeklickt, ne? Ne, da ist er. Okay, weg, fertig. Geht er weg? Geht er weg. Okay, 0,1 können wir mit leben, denke ich. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Wo ist er jetzt? Da ist er. Dann brauchen wir nochmal nichts als Ziel ersetzen. Ich brauche hier meine Umlaufbahn irgendwo um eine Marke. Manöver hinzufügen. Raustreiben das Ding. Und noch weiter, nächste Entfernung oder kürzeste Entfernung. Stopp, da ist was. Oh, da lenkt uns irgendwer, glaube ich, noch ab, ne? Oder? Kann das sein oder nicht? Ziel an sich zentrieren. Jo. Müssen wir noch mal gucken. Ich glaube, so rum war das, ne? Die fliegen. Ja, also wir auch. Nur näher ran mit der ganzen Geschichte. Da ist das Ding. Stopp. Ne, wir müssen noch näher ran. Noch ein bisschen höher. Ja. Näher, näher, näher. Stopp. Dann noch höher. Das war zu viel. Ja. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Stopp. Jetzt nochmal höher. Könnte noch höher sein, ne? Stopp. Falsche Richtung, ja. Ja, dann muss man da korrigieren irgendwann, wenn man hier ist. Gut.
Soweit, so gut. Ja. Dann haben wir das jetzt soweit erstmal geschafft. Und das war jetzt verkehrt, aber auch egal. Wir müssen Backspace drücken, um hier hinzukommen. Das war jetzt das Entscheidende. Und haben dann kurz gleich das Ziel da, wo wir es machen müssen, ne? 2 Minuten 50. Okay, aber das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.